Hi, ich bin Jill Collins. Ich hatte ein Hobby, das Drehen von Cosplay-Videos. Ich könnte mich tagelang verkleiden. Immerhin konnte ich es mir leisten. Meine Mutter führte ein erfolgreiches Geschäft und gab mir alles, was ich wollte. Aber sie hat mich nicht verwöhnt, im Gegenteil. Meine Mutter schimpfte oft mit mir wegen meiner schlechten schulischen Leistung und versuchte mich dazu zu bringen, im Haushalt zu helfen. Jill, hast du dein Zimmer aufgeräumt? Das ist so langweilig. Oh Schatz, eines Tages musst du erwachsen werden. Ich war mir sicher, dass dieser Tag nicht so bald kommen würde. Also genoss ich meine Kindheit und machte mir keine Gedanken über die Zukunft. Ich wusste, dass ich dank des Geschäfts meiner Mutter auf nichts angewiesen sein würde. Aber eines Tages erteilte mir das Leben eine grausame Lektion. Unser Biologielehrer teilte unsere Klasse in Paare ein, damit wir gemeinsam Projekte durchführen konnten. Leider wurde ich mit Fred zusammengelegt. Er war eine wandelnde Enzyklopädie. Fred war auch nicht erfreut. Warum kann mein Partner nicht einfach jemand anderes sein? Hey, was ist dein Problem? Jeder weiß, dass du unverantwortlich und unvorsichtig bist. Ach, tatsächlich? Ich bin lustig und charmant und Mom wird mir bald ein Auto schenken. Verstanden? Das ist mir egal. Wenn wir das Projekt über die Abschlussprüfung nicht bestehen, müssen wir ein Jahr wiederholen. Ach, was soll's? Wenigstens wären wir dann noch ein bisschen länger Kinder. Ich streckte scherzhaft die Zunge heraus und lief nach Hause. Es war an der Zeit, Mom an ihr Versprechen zu erinnern, mir ein Auto zu kaufen. Jill, du bist doch nicht bereit für eine solche Verantwortung, aber das ist nicht der einzige Grund, warum ich Nein sage. Mutter seufzte schwer und gab zu, dass es ihrem Geschäft nicht gut ging und wir uns so etwas Teures nicht leisten konnten. Ich hatte etwas Geld übrig und kaufte einen Spielzeugladen, aber er brachte mir kein Geld. Ich habe einen Fehler gemacht. Was um alles in der Welt? Das war schlimm. Ich wollte auf keinen Fall arm sein. Also habe ich ein Cosplay-Video gedreht, um mich abzulenken. Plötzlich rannte meine Mutter in mein Zimmer und strahlte. Ich weiß, wie ich mein Geschäft retten kann. In letzter Zeit hatten alle über den Film Barbie gesprochen. Also beschloss sie, ihr Spielzeuggeschäft in eine Themenboutique umzuwandeln und nur noch Puppen zu verkaufen. Ich brauche nur eine auffällige Werbekampagne. Sie sah mich an und ich konnte sehen, wie ihr eine Idee kam. Jill, du magst Cosplay, nicht wahr? Würdest du dich gerne als Barbie verkleiden? Sie schlug vor, ich solle mich als Puppe verkleidet ins Schaufenster stellen, um Kunden anzulocken. Es war so peinlich. Natürlich habe ich zuerst Nein gesagt, aber Moms Worte haben mich umgestimmt. Schatz, entweder du hilfst mir oder wir stehen vor dem Nichts. Ich werde mir dann kein Auto mehr leisten können. Okay. Ich hab's verstanden. Am nächsten Tag verkleidete mich meine Mutter als Barbie und wir gingen in den Laden. Sie hatte ein kleines Haus mit rosa Plastikmöbeln im Schaufenster aufgebaut. Ich saß dort und feierte eine Teeparty mit Spielzeug, während die Passanten mich beobachteten. Bald erregte ich die Aufmerksamkeit einer reichen Dame und ihres Sohnes. Such dir aus, was du willst, Schatz, aber beeil dich, Mami kommt zu spät zu einem Treffen. Der kleine Racker rannte durch den Laden und warf Barbies aus den Regalen. Ich mag diese Puppen nicht, sie sind dumm. Während meine Mutter entsetzt zusah, wie diese Göre ihren Laden zerstörte, bemerkte ich Fred unter den Passanten. Verdammt nochmal, er hatte mich auch bemerkt und war in den Laden gegangen. Hatte sich das Glück von mir abgewandt? Jill Collins, warum sitzt du hier, anstatt an unserem Projekt zu arbeiten? Verpiss dich, Fred, ich muss arbeiten. Mein Klassenkamerad murrte, dass wir wegen mir durchfallen würden. Ich musste ihn loswerden, bevor er alle Kunden vergraut. Ich hab's. Ich machte ein Entengesicht und ging auf Fred zu. Wenn du nicht gehst, werde ich dich küssen. Nein, du bist das Mädchen aus meinen Albträumen. Bleib weg von mir. Er rannte weg und ich lachte laut auf. Das verwöhnte Kind bemerkte es und zeigte auf mich. Diese Puppe ist lustig. Ich mag sie, kauf sie. Was? Hat er einen Scherz gemacht? Die Mutter des Jungen versuchte ihm zu erklären, dass ich eine echte Person und kein Spielzeug sei. Aber Hutch begann plötzlich, sich auf den Boden zu wälzen und zu weinen und mit den Fäusten zu schlagen. Kauf sie, kauf sie, kauf sie. Mann, war der laut. Die reiche Dame hatte wohl auch genug von seinem Wutanfall. Ihr Name war Mrs. Goldie. Sie kam nervös auf uns zu und bot uns ein Geschäft an. Die Frau wollte, dass ich auf ihren Sohn aufpasse und eine Zeit lang als Barbie verkleidet bei ihnen wohne. Sie bot mir sehr gutes Geld dafür. Bitte sagen Sie ja. Hutch macht mich verrückt. Ich war überglücklich. Als Puppe verkleidet in einer Villa herumzuhängen, war keine große Belastung. Mit dem Geld, das ich verdiente, konnte ich mir sogar ein Auto kaufen. Mom zögerte zuerst, aber ich konnte sie überreden. Mom, ich werde dir einen Teil des Geldes geben, um den Laden zu unterstützen. Das hat sie überzeugt. Mom gab mir ihre Erlaubnis und am nächsten Tag zog ich in die Villa ein. OMG. Ich wusste gar nicht, wo ich hinschauen sollte. Sie hatten dort einen Swimmingpool mit Wasserrutschen, ein Heimkino und eine Popcornmaschine. Mein inneres Kind hat gequietscht. Mrs. Goldie war jedoch nicht zu Hause.
Ein Dienstmädchen kam mir entgegen und sagte, sie sei selten da. Dann führte sie mich zu Hutchs Zimmer und warnte mich, dass der Junge sehr anstrengend sei. Er ist verwöhnt, arrogant und kann nichts alleine machen. Ich beneide dich nicht. Ich zweifelte nicht daran, dass ich mit einem Kleinkind umgehen konnte. Also winkte ich ihre Worte ab und betrat selbstbewusst sein Zimmer. Hutch hüpfte vor Freude, als er mich sah. Ja, meine Puppe ist da. Lass uns spielen. Nenn mich Jill. Sag mir nicht, was ich tun soll. Ich hab ihr das Sagen. Okay, Boss. Ich beschloss mitzuspielen. Zuerst wollte er Schönheitssalon spielen. Ich saß vor dem Spiegel und sah zu, wie Hutch mein Haar ruinierte. Mein Auge begann zu zucken. Diese Frisur ist jetzt der letzte Schrei. Es ist das Hornissennest. Wie schön. Dann ließ er mich auf dem Podium laufen, aber ich musste mich wie eine Puppe bewegen. Nein, das ist schrecklich. Fang nochmal an. Hutchs Babysitter zu sein, stellte sich als schwieriger heraus, als ich erwartet hatte. Er wollte mich den ganzen Tag über nicht allein lassen. Das Hausmädchen hatte recht gehabt. Er war ein kleines Ungeheuer. Beim Abendessen warf er seinen Salat an die Wand und verlangte, dass wir ihm Süßigkeiten bringen. Ich war am Verhungern, aber Hutch wollte mich das Essen nicht anrühren lassen. Du bist eine Puppe. Spielzeug ist nicht, Dummerchen. Ich war mit meiner Geduld am Ende. Als er von mir verlangte, die ganze Nacht an seinem Bett zu sitzen und das Licht nicht auszuschalten, war das der letzte Strohhalm für mich. Wenn du gehst, werde ich wütend. Okay, ich bleibe. Ich würde dieser verwöhnten Nervensäge nicht gehorchen. Sobald er eingeschlafen war, machte ich das Licht aus und stapfte erschöpft in mein Zimmer. Auf dem Korridor traf ich auf das Zimmermädchen und andere Angestellte. Sie sagten, sie hätten die Nase voll von Hutch. Du machst das aber gut, Jill. Danke. Ich ließ mich auf das Bett fallen und wollte gerade einschlafen, als ich den Jungen in seinem Zimmer weinen hörte. Ich rannte sofort dorthin. Was ist passiert? Du hast mich verlassen. Ich war so verängstigt. Da wurde mir klar, dass Hutch Angst vor der Dunkelheit hatte und dass niemand da war, um ihn zu beruhigen. Schließlich war seine Mutter nie da und das Personal mochte ihn nicht. Aus irgendeinem Grund tat mir Hutch sehr leid. Ich umarmte ihn und versprach, dass ich immer für ihn da sein werde. Versprochen? Ich schwöre auf, Erdnussbutter. Das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Hutch und ich hatten eine Menge Spaß zusammen. Wir sind zum Beispiel mit Rollern durch die Villa gefahren und haben das Personal aus den Latschen gehauen. Aufpassen! Was macht ihr da? Ihr werdet den Teppich ruinieren, der kostet ein Vermögen. Jill, ich bin hungrig. Lass uns in die Küche gehen. Wettrennen! Wir erschreckten den Koch und er ließ einen Topf mit Essen fallen. Lachend nahmen wir etwas Eis und hatten weiter unseren Spaß. Yuji und ich spielten Bowling mit teuren chinesischen Vasen anstelle von Kegeln. Wir haben auch mit Paintball-Pistolen auf die Wäsche geschossen. Das brachte das Personal auf die Palme. Als Mrs. Goldie schließlich nach Hause kam, beschwerten sie sich bei ihr. Doch die Frau winkte nur müde ab. Solange Hutch glücklich ist und mich nicht bei der Arbeit stört, können sie von mir aus die ganze Villa verwüsten. Sie stellen unsere Geduld auf die Probe. Wir werden kündigen, wenn das so weitergeht. Meine Liebe, hören Sie auf, mir auf die Nerven zu gehen. Dafür bezahle ich Sie nicht. Bald darauf ging Mrs. Goldie wieder. Zu diesem Zeitpunkt war das Personal schon wütend auf Hutch und mich. Wir machten uns keine Sorgen und hatten weiter unseren Spaß. Ich schlief in einem Schlafsack in Hutchs Zimmer, damit er keine Angst vor der Dunkelheit hatte. Glaub mir, Hutch, die Monster sind nicht echt. Chill, niemand hat sich je so um mich gekümmert wie du. Ich liebe dich wie eine ältere Schwester. Und ich liebe dich wie einen kleinen Bruder. Eines Tages besuchte ich meine Mutter zu Hause. Ihr Geschäft lief super, dank des von mir verdienten Geldes und ich war sehr stolz auf mich. Schatz, ich kann dir noch ein Kleinauto kaufen, aber meinst du nicht, dass es Zeit ist, nach Hause zu kommen? Du solltest wieder zur Schule gehen und über deine Zukunft nachdenken. Ich sagte ihr, ich würde noch ein bisschen auf Hutch aufpassen, um genug Geld für das Auto zu verdienen und machte mich auf den Weg zurück zur Villa. Als ich durch einen Park ging, sah ich Fred. Natürlich las der Streber gerade ein Lehrbuch. Jill Collins, wo zum Teufel bist du gewesen? Soll ich etwa alles alleine machen? Oh Fred, wie geht es dir? Antworte nicht, es ist mir egal. Man sieht sich. Er holte mich ein und begann mich zu belehren. Lass mich in Ruhe. Warum sollte ich lernen, wenn ich bereits gutes Geld verdiene? Ich kann dich nicht aufhalten, Jill, aber du wirst nie erwachsen werden, wenn du so weitermachst. Man sieht sich. Er ging enttäuscht weg. Aus irgendeinem Grund habe ich mich bei seinen Worten schrecklich gefühlt. Meine Stimmung war ruiniert. Als ich in die Villa kam, war ich überrascht, dass das gesamte Personal mit Koffern abreiste. Es stellte sich heraus, dass sie von unseren Eskapaden so genervt waren, dass sie alle gekündigt haben. Wartet, wer wird für uns kochen und putzen? Nicht mehr unser Problem. Da ich mich ziemlich verloren fühlte, rief ich Mrs. Goldie an und erzählte ihr alles. Die Frau befand sich in einem anderen Land und bat mich in aller Ruhe, mich um ihren Sohn und die Villa zu kümmern, bis sie neues Personal eingestellt hatte. Okay, ich hab's im Griff. Ich machte mich an die Arbeit. Mehr
merkte aber schnell, dass ich keine Ahnung hatte, wie ich etwas machen sollte. Zum Beispiel habe ich fast die Küche zerstört, als ich versuchte, Mittagessen zu kochen. Statt Spaghetti mit Käse bekam ich einen stinkenden Haufen Kohle. Als Hutch keine sauberen Klamotten mehr hatte, ging ich in die Waschküche und versuchte, die Waschmaschine zu starten. Aber ich wusste nicht, wie man das macht oder wie viel Waschmittel man braucht. Am Ende habe ich die ganze Packung verbraucht. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, hatten wir an diesem Abend eine Schaumparty. Ich merkte bald, dass Mom und Fred recht hatten. Ich war genauso hilflos wie Hutch. Ich musste erwachsen werden und mehr Verantwortung übernehmen. Als Mrs. Goldie nach Hause kam, sagte ich ihr, dass ich nicht mehr auf ihren Sohn aufpassen könne. Sie war verärgert, versuchte aber nicht, mich aufzuhalten. Am schwersten war es, mich von Hutch zu verabschieden. Du hast auf Erdnussbutter geschworen, immer für mich da zu sein. Es tut mir leid, Kleiner. Ich muss mich um ein paar andere Dinge kümmern. Wir können ja trotzdem mal zusammen spielen. Er umarmte mich und ließ mich dann gehen. Ich ging zurück nach Hause. In der Schule entschuldigte ich mich bei Fred für mein kindisches Verhalten. Er verzieh mir erstaunlich schnell und bot mir sogar an, mir Nachhilfe zu geben. Ich weiß nicht, was sich geändert hat, aber ich mag dein neues Ich. Ich auch. Bald hatte ich bessere Noten. Mom war begeistert. Alles lief großartig, bis Hutch plötzlich vorbeikam. Er sah absolut unglücklich aus. Was machst du denn hier? Ich hab dich vermisst. Mom kümmert sich nicht um mich. Ich will mit dir leben. Ich erstarrte vor Schreck, als er hereinkam und selbstgefällig einen Stapel Schmuck auf den Tisch legte. Ich hab das von meiner Mutter gestohlen, damit wir uns keine Sorgen um Geld machen müssen. Das ging zu weit. Ich sagte ihm, er müsse nach Hause gehen und rief Mrs. Goldie an. Hallo, hier ist Jill. Ich habe ihren Sohn und Schmuck. Bevor ich noch etwas sagen konnte, schlug mir Hutch das Handy aus der Hand. Es fiel hinter das Sofa und schaltete sich aus. Hutch rannte weg und versteckte sich. Das ist nicht mehr lustig, Hutch. Komm raus. Wir müssen zu deiner Mutter gehen. Schließlich fand ich ihn unter meinem Bett. Ich packte ihn fest am Arm und zerrte ihn nach draußen. Stellt euch meine Überraschung vor, als die Polizei uns umzingelte. Jill Collins. Sie kommen mit uns aufs Revier. Ich hatte keine Worte. Sie beschuldigten mich, den Schmuck von Mrs. Goldie gestohlen und Hutch zu mir gelockt zu haben. Die Frau hatte offenbar gedacht, ich würde sie erpressen und hat mich bei der Polizei angezeigt. Wahnsinn, das war der schlimmste Tag aller Zeiten. Ich wurde festgehalten und Hutch wurde nach Hause gebracht. Bald darauf kam Mrs. Goldie aufs Revier und bat die Beamten, uns unter vier Augen reden zu lassen. Ich versuchte zu erklären, dass ich hier nichts gestohlen hatte und dass alles ein großes Missverständnis war. Ihre Reaktion überraschte mich. Ich weiß, Jill. Ich habe bereits das Überwachungsmaterial überprüft und gesehen, dass Hutch derjenige war, der den Schmuck genommen hat. Dann gab sie zu, dass sie nicht wusste, was sie mit ihrem Sohn machen oder wie sie mit ihm umgehen sollte und bot mir einen Deal an. Wie wäre es damit, Jill? Du kommst zurück und passt weiterhin auf Hutch auf. Im Gegenzug bringe ich dich hier raus und werde das Geschäft deiner Mutter nicht zerstören. Die hat vielleicht Nerven. Was hat sie gerade gesagt? Leider hatte ich keine andere Wahl, als zuzustimmen. Wie versprochen hat Mrs. Goldie ihre Anzeige zurückgenommen. Die Polizisten ließen mich gehen. Ich erzählte meiner Mutter von allem, was passiert war und zog zurück in die Villa. Mach dir keine Sorgen, Mom. Ich werde schon damit fertig. Ich bin kein hilfloses Kind mehr. Eine Zeit lang lebte ich bei den Goldies und kümmerte mich um Hutch. Der Junge war glücklich und verstand nicht, warum ich es nicht war. So konnte es nicht weitergehen. Ich hatte einen genialen Plan und bat Fred und Mom um Hilfe. Nachdem sie zugestimmt hatten, ging ich mit Hutch in den Park spazieren. Meine Mutter und mein Freund waren schon da. Fred tat so, als sei er ein hilfloses Kind, das ohne die Hilfe seiner Mutter weder seine Schnürsenkel binden noch seine Hose hochziehen konnte. Kauf mir ein Eis! Oh, du bist schon ein großer Junge und kannst es selber tun. Ich kann nicht. Ich habe zu viel Angst, ohne nachtlich zu schlafen, geschweige denn davor. Ich zeigte auf Fred. Schau, Hutch, das ist deine Zukunft. Du wirst genau wie er werden, wenn du nicht versuchst, unabhängiger zu werden. Er ist fast erwachsen, aber er kann nichts alleine machen. Hutch sagte nichts, aber ich konnte sehen, dass meine Worte einen Eindruck hinterließen. Wir kamen zurück in die Villa und ein Wunder geschah. Hutch hörte auf, sich aufzuspielen und Süßigkeiten anstelle von gesundem Essen zu verlangen. Er räumte sein Zimmer auf und putzte sich die Zähne, bevor er ins Bett ging, ohne daran erinnert zu werden. Seine Mutter war erstaunt und fragte mich, was mit ihm geschehen sei. Ich will nicht wie ein kleines Kind behandelt werden. Ich werde ein richtiger Mann sein. Dank Jill habe ich keine Angst mehr vor der Dunkelheit. Er ging ins Bett und seine Mutter kam zu mir. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Hutch hat sich dank dir so sehr verändert. Sie brauchen sich nicht zu bedanken. Verbringen Sie einfach mehr Zeit mit Ihrem Sohn. Er braucht Sie. Nicht noch mehr Spielzeug. Mrs. Goldie entschuldigte sich dafür, dass sie mich gezwungen hatte, wieder für sie zu arbeiten. Sie bezahlte mich und ließ mich gehen. Ich kam nach Hause und war ziemlich stolz auf mich. Schließlich habe ich
meine Probleme ohne Hilfe bewältigt. Fred und ich haben gute Noten für unser Projekt bekommen. Jetzt helfe ich meiner Mutter nach der Schule im Laden und habe an den Wochenenden Spaß. Hutch geht es auch gut. Auch wenn ich ein bisschen reifer geworden bin, habe ich bemerkt, dass ich noch nicht bereit bin, Auto zu fahren. Mit Fred zur Schule zu radeln macht sowieso viel mehr Spaß. Jill Collins, warum dauert das so lange? Nur eine Minute. Mein Mitschüler wartet auf mich. Drücke den Gefällt-mir-Button und wir sehen uns in den neuen Geschichten.